anfangen, einen Hintergrund zu gestalten, dann geht das meistens folgendermaßen. Die Game Design Abteilung gibt mir ein Briefing. Das sieht in den meisten Fällen so aus, dass ich einfach ein Textdokument bekomme, wo zum einen drin steht, was machen die Charaktere in dem Screen, also was findet für eine Geschichte statt, was ist die Rolle, die die Leute zu spielen haben, die vorkommen in dem Screen. Und zum anderen ist das das Gameplay, was stattfindet. Also wo man den Schellenstab nehmen muss, wo man den Schellenstab in die Kurbel einsetzen muss und damit die Glocke läuten. So Geschichten, wie die Elemente verteilt sind am Screen, beziehungsweise was für Elemente überhaupt alles rein müssen. Und dann ist ganz am Ende meistens noch so eine kleine Skizze, die sie mir machen. Das ist so eine ganz einfach gestaltete Kompositionsskizze, wo einfach dargestellt ist, wie die sich ungefähr vorstellen, dass der Screen aufgebaut ist. Also, dass links irgendwie das Haus ist und rechts der Turm und so. Und das ist auf jeden Fall eine große Hilfestellung dafür, wie das dann zu gestalten ist. Es ist keine hundertprozentige Vorgabe, mach das genau so, sondern eher eine freundliche Bitte, aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Danach läuft das so ab, dass ich mich hinsetze und meistens erstmal so ein paar Sachen skizziere. Das mache ich entweder in meinem kleinen Skizzenbuch, was ich immer für die U-Bahn dabei habe, oder ich mache das gleich in Photoshop, lege ein paar Farbflächen an und gucke meistens erstmal, wie packe ich die Elemente überhaupt zusammen, weil manchmal ist so viel los in einem Screen, dass es gar nicht so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die Sachen anzuordnen, weil eben bestimmte Vorgaben erfüllt werden müssen. Die und die Sachen müssen zu sehen sein. Der Charakter soll nicht da oben an den Mauervorsprung drankommen, aber dafür dahin laufen können und da die Kurbel drehen. Das meiste, was ich anfange, fange ich tatsächlich meistens mit einem Bleistift auf Papier an, in meinem Skizzenbuch. Dann setze ich mich morgens in den Bus, wenn ich auf die Arbeit fahre oder in die U-Bahn, und habe ich mein kleines Büchlein, und dann ist wunderbar, um mal einfach so ein paar Ideen aufs Blatt zu werfen, ohne großen Druck im Nacken zu haben. Manchmal fährt man auch an irgendwas vorbei, was man total schön findet, irgendwie eine Baumgruppe, die gerade ganz toll in der Morgensonne steht oder so, und die einem dann auf neue Ideen bringt. Und genau, dann habe ich meistens so ein Set von 4, 5 verschiedenen Skizzen, aus denen ich dann so ein bisschen Inspiration schöpfe und über die ich mir auch ein bisschen klar werde, wo ich überhaupt hin will mit meinem Screen oder was ich da für Elemente drin haben will, wie ich will, dass der rüberkommt vom Gefühl her. Und danach geht es eigentlich sofort in Photoshop. Das ist, wo ich auch 80% meiner Arbeitszeit verbringe, in Photoshop. Da drin mache ich eigentlich alles vom ersten Entwurf des tatsächlichen Screens bis zur finalen Ausarbeitung. Ich benutze stellenweise sehr gerne Corel Painter. Einmal, weil Painter eine sehr schöne Art hat, mit Farben umzugehen, im Gegensatz zu Photoshop. Man kann sehr intuitiv mit Farben arbeiten. Also wenn man ein sehr heftiges Gelb, ein sehr heftiges Rot hat und wischt die in Photoshop ineinander, dann kriegt man meistens so ein hässliches braunes Zwischenfarb-etwas raus. Wenn man das Ganze in Painter macht, dann berechnet das Programm die kompletten Farbverläufe von Rot zu Gelb, kriegt man einen richtig schönen, satten Farbverlauf raus. Es ist einfach eine viel angenehmere und natürlichere Art, mit Farben umzugehen. Deswegen mache ich mir damit gerne separate Farbskizzen. Also Bilder, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Bild zu tun haben, sondern wo ich einfach nur Farben ausprobiere. Wo ich hergehe und eben 4, 5 Varianten auch wieder mache und schaue, was für Stimmungen kommen gut für das Bild, was ich dann in mein Photoshop-Datei übertrage. Stellenweise benutze ich tatsächlich auch ein bisschen 3D-Software, allerdings gar bei DSA sehr selten. Das benutze ich auch hauptsächlich nur, um zum Beispiel komplizierte Perspektiven zu konstruieren, weil das einfach sehr viel schneller geht, wenn man sich im 3D-Raum einfach ein paar Boxen hinstellt und die so hinschiebt, wie man sie gerne hätte. Oder wenn ein Schattenwurf besonders kompliziert ist und sehr aufwendig zu konstruieren wäre, ist das auch manchmal einfach die schnellere Alternative.